Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Freunde. Wir haben unser neues Haustier zugelegt. Eine Husky. Na, Scherzerl, ist natürlich eine Husqvarna. TE300i. Die haben wir heute den ganzen Tag über aufgebaut bei Zweirad Damianik in Neunkirchen. Und ganz nach dem Motto, zusammen muss, was zusammen gehört, haben wir natürlich Schwedengold ins schwedische, naja, sagen wir austroschwedische Bike hineinmontiert. Das Fahrwerk natürlich einer der Hauptpunkte heute hier. Zweirad Damianik auch ein echter Experte, der Gerhard, der Chef in Sachen Fahrwerk. Und noch viele weitere Teile haben wir da integriert. Moose Racing, einen Kite-Radsatz, die Naken, Smooth Feeling, Gabelbrücke und noch vieles mehr. Also bleibt dran, wird ein umfangreicher, aber wirklich sehr spannender Beitrag. Ich glaube, es lohnt sich. So, und jetzt stehe ich schon beim Chef da. Servus Gerhard, grüß dich. Grüß dich, hallo. Wir sind da jetzt mitten in deiner wirklich wunderbar gepflegten Werkstatt, muss ich sagen. Das Bike hast du schon auf der Hebebühne. Husqvarna TE300i, wie schon eingangs erwähnt. Gerhard, was ist denn so das Erste, wenn so ein neues Fahrzeug zu dir in die Werkstatt kommt? Was machst du da? Naja, es ist trotzdem ein gewisser Aufwand noch zum Machen, wenn das mal da zu uns kommt. Wir haben sie halt irgendwann spezialisiert darauf, dass wir die Fahrwerke wirklich, die Federbeine und die Schwinge und die Umlenkung nochmal herausnehmen und dass wir das echt nachfettner tun, weil das Enduro-Zeug halt echt in Schlamm und Dreck bewegt wird und da macht es ja auf die Zeit hin schon bewährt, dass man das wirklich nachfettet mit einem wasserabweisenden Fett. Das ist schon sehr viel wert. Dann wird natürlich die sämtliche Schrauben eingeklebt, die was relevant sind. Wir müssen den Kit, der was eigentlich eingebaut ist, dass die Leistung nicht offen ist, müssen wir rausnehmen, weil die Enduro-Fahrer ja natürlich alle richtig Leistung wollen. Ja. Und ja, gewisse Schalter dann mal umändern, sodass die eigentlich für Hard-Enduro wirklich dann gebrauchsfertig sind, die Motoren. Na wunderbar, und ich denke mal, das wird auch deine jahrelange Erfahrung auf dem Segment sein, die dann da diese Schritte auch irgendwo, da lernt man selbst dazu, denke ich, oder über die Jahre hinweg. Du machst ja das ja wirklich schon lange und hast auch selbst viel Erfahrung im Rennsportbereich gesammelt. Du bist ja früher sehr erfolgreich motocross-mäßig, glaube ich, unterwegs gewesen, gell? Also ich denke, da wird man schon über die Jahre was einfach dazu lernen, ne? Ja, wir lernen auch jetzt noch immer mit. Unsere Kunden, wenn die kommen und sagen, das ist immer ein Problem bei mir, dann denkt man natürlich nach drüber und lässt sich irgendwas einfallen, dass man das verbessern kann. Da sind wir schon immer lernwillig und noch immer. Wunderbar. Gut, dann hätte ich gesagt, machen wir uns einmal ans Werk. Wir haben jetzt dann schon ein paar Stunden, ich glaube 2 oder 2,5 Betriebsstunden sind drauf gefahren. Aber das heißt, wir machen da heute jetzt, glaube ich, einmal einen Service dann auch mit, was ja nach dieser Zeit fällig ist. Und ja, stürzen wir uns gleich mitten in die Dinge und ins Geschehen, oder? Legen wir los. Ja, geht's los. Ja, und während der Chef da hinten schon die Husqvarna auseinandernimmt, Verkleidung demontiert hat, ist der Manuel jetzt dann da gerade beim Aufbau oder Einbau besser gesagt des Radsatzes. Und du hast mir jetzt gerade erklärt, weil das war ja etwas, was ich jetzt noch dazu lernen kann offenbar, dass ihr nur quasi das Mousse-Gel außen in Raffen einschmiert und die Innenseite quasi ohne Mousse lasst und da war mit einem Felgenbandel arbeitet. Habe ich das jetzt richtig erklärt? Das Felgenbandel ist eigentlich eh Standard drauf. Ja. Nur wir schmieren halt das Silikon nicht innen rein und auf die Karkassen. Dadurch kann sich der Raffen nicht so schnell weiter dran und wir brauchen eben keinen zweiten Reifen halt dadurch. Ja. Wirklich, also das hat sich bewährt, dass man trotzdem mit einem Reifenhalter da durchkommt? Ja, das hat sich bewährt. Also das funktioniert sehr gut, vor allem bei der Montage und bei der Endmontage ist es um Welten leichter. Diese Fummelei mit dem zweiten Reifenhalter, ich meine, das kennt eh wahrscheinlich jeder Offroad-Fahrer, dass das ein bisschen eine Qual ist des Öfteren, aber okay, da habe ich wieder was dazugelernt, ja, spannende Sache. Und in Sachen Produkte haben wir da jetzt was von Mitas vor uns, was genau ist es? Das ist der Mitas EF07, einfachgrün, also die Soft-Version, nicht die Supersoft, nur die Soft-Version. Also heute ein bisschen länger, hat aber trotzdem Top-Grip. Ja. Und das Mousse ist dafür wieder ein Soft-Mousse. Ja. Also das heißt, es fährt mit relativ wenig Druck umgerechnet und kommt halt den Grip zugute. Wunderbar. Ja, und das Ganze auf unserem wunderschönen Kite-Radsatz, den uns Parts Europe geschickt hat, mit der
blaue luxierten Narbe und den blaue luxierten Nippeln auf einem Excel-Felgenring. Also schaut mega aus. Bin echt schon gespannt, wie sich das dann im Bike macht, also fertiger. Danke auf jeden Fall für die Erklärung und den Tipp. Ja, an unserer Husky Schwinge und Federbein ist jetzt mittlerweile ausgebaut. Das Federbein muss man natürlich jetzt nicht immer von unten einbauen, man kann auch den Heckrahmen entfernen, aber nachdem der Gerhard, der Chef, ohnehin gesagt hat, er möchte die ganzen Lager nochmal neu fetten und überarbeiten, jetzt schauen wir mal gleich direkt hin zu ihm, haben sie da jetzt die Schwinge herausgenommen und der Gerhard hat da jetzt, glaube ich, dieses Umlenkungslager, oder Gerhard, sagen wir es gleich du, wie heißt denn das, was hast du da gerade vor dir? Im Volksmund ist das der Umlenkungsknochen. Es ist ein Teil von der Umlenkung, wo eben drei Lagerstellen drinnen sind, die mit Nadellagern sind. Und wenn man die von Haus aus gleich mal richtig mit einem Wasser abweisen, Fett nachfettet, hat man länger Ruhe. Okay. Und was für Fett verwendest du da? Ich meine, ist das irgendwas Spezielles? Weil ich denke mir mal, Husqvarna selbst wird da schon mal prinzipiell ein Fett eingeschmiert haben, quasi Factory-mäßig, also wie sie es halt produzieren und herstellen. Aber trotzdem gibt es da besseres Produkt oder tut man mehr Fett rein? Wie schaut denn das aus oder warum macht man das? Prinzipiell ein bisschen mehr, weil es ist trotzdem auf der wenigen Seite. Und es gibt natürlich ein teureres Fett, das was wirklich für Bagger verwendet wird, wo die Schaufelpanzerzeit unter Wasser betätigt wird. Und das ist natürlich für unsere Zwecke auch ganz gut. Wunderbar, na dann lasse ich dich da gleich weiterarbeiten und wir schauen da ein bisschen über die Schulter. Da sieht man jetzt eigentlich, dass bei den Zwischenräumen noch jede Möglichkeit ist, dass man da zusätzlicher Fett reingibt und dass dann die Simmerringe natürlich auch ein bisschen besser abdichten gegen das Wasser nach außen hin. Kann man natürlich schon ein bisschen was rausholen. Und inwieweit erweitert man dann den wie soll ich sagen, Service-Intervall von sowas oder die Lebenszeit? Wenn man sehr viel Bachbett fährt und wirkliche Schmutzsachen fährt, dann ist es halbjährlich schon zum Nachfetten. Okay. Wenn man eine trockene Saison hat, dann guckt es einmal ein Jahr. Ja, dann hoffen wir, dass ich durch die Saison komme mit einmal. Wunderbar. Ja, einer der Hauptpunkte in unserem Tuner-Projekt ist natürlich das Fahrwerk. Und ich habe da auf Öhlins gegriffen, weil der Auer Patrick, der Alo, unser Offroad-Experte, schon gesagt hat, er ist so zufrieden auf seiner EXC, auf seiner 300er, die er hat. Da hat er auch so ein Öhlins Fahrwerk drinnen und er hat gesagt, Max, das brauchst du. Wenn wir ein neues Tuner-Projekt im Offroad-Bereich machen, dann ist seine Empfehlung hier wirklich auch in Richtung Öhlins. Und jetzt haben wir das da mal vor uns liegen. Es ist ein TTX Flow und jetzt neu. Für 2020 wurde das vorgestellt in der TV-Variante oder 21 sogar, also ganz neu. Kannst du uns ein bisschen was erzählen zu dem Federbein? Was hat es damit auf sich? Was ist neu in dieser TV-Variante? Prinzipiell haben wir den Flow-Dämpfer schon seit 4 oder 5 Jahren. Sind eigentlich sehr zufrieden gewesen. Mir persönlich hat ein bisschen der Highspeed-Steller schon gefehlt. Es hat dann schon früher mal gegeben bei Öhlins auch und dann haben sie gesagt, nein, sie lösen das anders. Beim Enduro-Fahren ist es gerade so, dass meistens die Omen sehr weich wollen, das Fahrwerk, dass sie viel Traktion haben bergauf rauf und dann war irgendwo ein Sprung drinnen und auf einmal hat das durchgeschlagen, das Ganze. Und jetzt haben wir halt fast immer die Möglichkeit nur gehabt, dass wir einen Kompromiss machen in die Mitten rein, dass einmal das und das möglich ist. Und jetzt sind wir halt so, dass wir wirklich oben das ganz fein einstellen können im oberen Bereich, dass der wirklich Traktion hat bergauf rauf. Und trotzdem können wir mit dem Highspeed-Steller, der was jetzt neu gekommen ist, können wir praktisch für einen großen Sprung oder bei einer Kompression, können wir dort auch noch immer einstellen, dass das eben durchschlagresistenter wird. Das heißt, das kann man gleichzeitig als Komfort- und Performance-Gewinn sehen dann sozusagen? Ja, auf beide Seiten eigentlich. Motocrosser auch wichtig, weil die haben immer das Problem, bei den Kurven rauszufahren, wo es viel Beschleunigung, viel Traktion und beim Sprung brauchen sie aber trotzdem die Steifigkeit, dass das trotzdem nicht durchschlägt. Ja. Ich meine, das ist eh etwas, was du jetzt angesprochen hast, worauf ich natürlich in dem Beitrag auch eingehen möchte. Wir bauen da jetzt eine Enduro auf. Du bist natürlich auch sehr stark spezialisiert auf das Themengebiet Motocross, magst aber natürlich genauso Enduro. Nur wo sind denn dann produktspezifisch im Setup die Unterschiede? Weil Öhlins bietet das quasi für beides an. Das ist dann wahrscheinlich nur die Federrate oder worin unterscheidet sich das vielleicht im Detail, wenn du das erläutern kannst? Nein, das war mal, dass man nur die Federn gewechselt hat. Mittlerweile ist es so weit, dass der Enduro-Dämpfer ein eigenes Setting, also eine Abstimmung praktisch hat und der Motocross-Dämpfer ganz eine andere Abstimmung hat. Also die zwei sind wirklich grundverschieden. Also das kann man nicht mehr sagen, dass man so wie früher nur die Feder tauscht. Das war mal. Na, interessant, lerne ich immer wieder noch was dazu, speziell im Offroad-Bereich, da bin ich jetzt noch nicht so lange dabei und auch nicht so versiert. Aber wunderbar, dann hätte ich gesagt, könnt ihr da mal eures
Amtes walten und den einbauen, ne? Oder hast du uns noch was zum Erzählen dazu? Ich meine, es ist ja wirklich ein Prachtexemplar. Es schaut ja auch optisch wirklich schön gearbeitet aus, wie immer bei Öhlins, muss man sagen. Aber ich lasse gleich dich zu Wort kommen. Nein, ich möchte das nur kurz herzeigen vielleicht. Das ist eben der neue besagte Highspeed-Steller, was wir jetzt haben, wo wir grob gesagt das letzte Drittel unten wirklich progressiver machen können. Ja. Der Low-Speed-Steller, den wie gehabt, wie schon immer, also man hat alles mit einem 3er Imbus zum Einstellen und die Rebound-Schraube oder Zugstufe, was man hat, ist wieder da unten. Also sie haben das ganz gut gemacht, dass man einen Schlüssel braucht und man kann sämtliche Sachen verstellen. Federvorspannung natürlich genauso wieder, wie es eh und je war. Und bei Öhlins ist das, was mir schon ganz gut gefällt, die Federbeine werden ohne Feder geliefert und der Kunde sagt mir das Gewicht, ich rechne dann so 7-8 Kilo dazu für die Bekleidung und dann können wir wirklich die richtige Feder gleich dazu bestellen und der hat dann braucht nicht wieder Federn wechseln oder sonst was, sondern das ist fertig eigentlich. Nachdem ich da eh kein Geheimnis mache, ich bin ein recht leichter Kerl, ich habe 70, 72 Kilo, je nach Tagesverfassung und Jahreszeit. Was haben wir da jetzt für Federrate verbaut, Gerhard? Mir meine 42 Newtonmeter Feder verbaut. Und ist mir das eh nicht zu straff, was ich würde es gerne sehr soft und kräftesparend, dieses Setup, was das, ich bin kein so ein Heizer. Nein, es ist eigentlich die Low-Serie, sagen wir mal, was wir haben. Öhlins bietet da sogar an, das kann sich eigentlich auch jeder anschauen. Es gibt spezifisches Motorrad, welches Motorrad das man hat. Und dann haben wir eben das Fahrergewicht mit Bekleidung und da geht man in der Statistik runter und kann sich selber schauen, welche Feder das man eigentlich braucht dazu. Wunderbar, und jetzt sehe ich da mit der 42er Federn, die wird sowohl für 75 Kilo als auch 80 Kilo Fahrergewicht quasi empfohlen. Da in dem Fall aber jetzt nicht nur das reine Fahrergewicht, sondern wahrscheinlich schon mit Bekleidung. Das heißt, da sind wir eher auf der softeren Seite, da brauchen wir keine Sorgen machen, oder? Nein, ich glaube, das müsste ganz gut funktionieren. Also sind keine Grenzen gesetzt im Hard-Enduro-Bereich. Ja. So, Manuel, du hast das wunderbare Schwedengold reingesteckt. Ich meine, wenn man das jetzt nicht in einer Fachwerkstätte machen lässt, muss man irgendwas beachten, weil ich glaube, es gibt ja doch immer noch einen sehr großen Prozentsatz, die das einfach selbst einbauen zu Hause. Ich meine, gibt es da Schwierigkeiten? Worauf schaut man? Wo muss man aufpassen? Speziell bei KTM und Husqvarna wird eine Distanz beigelegt, die was für einen unteren Schrauben gehört. Der Schrauben ist leicht zu lang. Und dadurch würde er nicht komplett fest werden. Okay. Und auch beim PDS, also bei denen ohne Umlenkung, bei KTM, ist ein extra Schrauben dabei. Okay. Also unbedingt ja nicht auf das vergessen, weil es wird einfach nicht fest. Und auch wenn man den falschen Schrauben nimmt, der hat eine andere Gewindesteigung. Und dadurch zerstört man sich eigentlich die Gabel vom Federbein. Und das wird ist zwar reparabel, aber unangenehm, ne? Unangenehm und wieder teuer. Okay. Na, spannender Tipp. Und ich meine, dass ich jetzt als Laie auch verstehe, das ist quasi die Schraube, mit der das Federbein unten an die Umlenkung angeschraubt wird. Ne? Genau. Ja. Na, passt wunderbar. Und das wird beigelegt auf der, nicht auf der Gewindeseite, sondern vorher, dass das Gewinde schön den vollen Platz zum Greifen hat, sozusagen. Ne? Genau, dass die komplette Passung eigentlich drinnen ist. Super. Na wunderbar, na, dann lassen wir dich da jetzt festschrauben. Manuel, jetzt muss ich dich noch was fragen. Also ich habe vorher schon gesehen, du hast da sämtliche Schrauben kontrolliert und Schraubensicherung drauf gemacht. Auch da jetzt wieder blaues Loctite drauf. Das ist etwas, was sich wahrscheinlich empfiehlt generell am ganzen Fahrzeug oder im Offroad-Bereich. Ja, schon durch die feinen Vibrationen kann es vorkommen, dass sie die Schrauben eben lösen. Ja. Werkseitig ist das nicht gemacht oder schon aber nur in gewissen Bereichen oder wie ist das? Es ist hauptsächlich bei gewissen Bereichen gemacht, so wie die Motorschrauben und so. Ja. Wir picken halt dann auch noch im Bremskolben ein, die Führungen ein, weil das sind eigentlich auch oft Schrauben, die was man nicht permanent nachkontrolliert, obwohl das man es noch kontrollieren sollte. Ja. Und so kann man den ganzen ein wenig vorbeugen und nicht dauernd nur schrauben müssen. Na wunderbar, sehr penibel, das taugt mir. Ja, in Sachen Bremsperformance, aufmerksame 1000 PS Zuseher werden es eh wissen, setzen wir eigentlich sehr oft die letzte Zeit immer auf diese Motomaster-Produkte, speziell auch im Straßensportsegment haben wir echt perfekte Erfahrungen damit gesammelt und jetzt hier für unsere Husky bin ich auch auf Motomaster zugekommen, habe gesagt, schaut, wir machen mal ein Tune-Up im Offroad-Bereich wieder, habt ihr nicht Lust, wollt ihr uns nicht Produkte geben und die haben gesagt, ja, kein Problem. Diese Flame-Serie gibt es auch speziell eben für den Offroad-Bereich und da haben wir das hier jetzt am Hinterrad bereits fertig assembliert. Auch
eigene Bremsbeläge haben sie uns dazu geschickt für die Front und fürs Heck. Die Bremsbeläge selbst, mit denen habe ich noch keine Erfahrung, aber da bin ich natürlich auch gespannt, ob das dann im Gelände die optimale Performance liefern wird. Und wenn man, Kameramann Carlos, komm herüber, wenn man mal einen Blick dann auch auf die andere Seite wirft, haben wir da ein wunderbares Kettenblatt auch bekommen von Motomaster. Auch die bieten sie an aus 70-75er Alu und das ist echt schön gearbeitet. Und wenn man da mal genau einen Blick drauf wirft, dann hat das auch so ein bisschen eine gebürstete Optik. Finde ich echt mächtig, schaut verdammt gut aus. Und hier vorne schaut so aus am Vorderrad, das Motomaster für die Husqvarna als Ersatz für diese normale gestanzte Frontbremsscheibe natürlich auch was Gefloatetes anbietet, damit man einfach ein bisschen eine bessere Bremsperformance erzielen kann. Und sie haben sich echt was überlegt, denn dieser Innenträger, der quasi den Bremsring hier aufnimmt, der ist nämlich nicht aus Aluminium gefertigt, wie bei den meisten Herstellern, sondern aus Stahl. Und diese Stahlvariante ist eben speziell fürs Enduro, fürs Hard-Enduro-Fahren geeignet. Fürs Motocross gibt es dann auch was aus Aluminium. Diese Aluminium-Varianten dann in Schwarz oder sogar in Blau hätten sie was Passendes gehabt. Aber mir wurde hier eben ans Herz gelegt, mir wurde empfohlen, nehmt diese Stahlvariante, das passt sicher für den harten Hard-Enduro-Einsatz. Und da bin ich echt gespannt, wie sie das dann mal in der Praxis schlagen wird. Ja, nachdem das Heck jetzt mehr oder weniger schon eingebaut ist da drüben, nachdem da alles wieder fertig ist, stürzen wir uns langsam aber doch auf die Front. Wir haben da jetzt die Gabel vor uns liegen. Gerhard, erklär mal, was hat es mit der Gabel auf sich? Weil ich weiß ja zum Beispiel, die der Auerpatrick noch drinnen hat, die hat schwarz beschichtete Standrohre gehabt, die sind jetzt Gold. Aber ich denke, nur diese Optik, daran wird es ja nicht liegen. Die werden ja auch insgesamt das Produkt ein bisschen weiterentwickelt haben über die Jahre, die Firma Öhlins, wie ich sie kenne, oder? Ja, es ist natürlich über die Jahre jetzt deutliche Verbesserungen eingelaufen in die Produktion. Der Kolben ist früher lose drinnen gewesen, jetzt ist er befestigt an einer Stange dran, also an einer Kolbenstange. Mhm. Sie haben da schon wesentlich verbessert, das Schimpspaket ist jetzt zusammengeschraubt, also da haben sie schon viel umgeändert und die Beschichtung ist, ich bin happy damit, weil die Beschichtung hält viel mehr aus. Okay. Also die Kohlenhydrat, die schwarze, das ist immer ein bisschen gegen Steine und gegen Kratzer ein bisschen empfindlich gewesen. Mhm. Die goldene Beschichtung ist wesentlich widerstandsfähiger. Ja. Und ich meine vielleicht, dass wir insgesamt ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten können, auch mit dem Videobeitrag, diese Beschichtung, je hochwertiger die ist, desto weniger intensiv ist dieses Losbrechmoment dann wahrscheinlich. Also das wäre jetzt meine Herleitung zu dem Ganzen. Ne? Ja, natürlich. Also die Beschichtung ist, wie der Simring und die Buchse drüber laufen kann, natürlich schon wichtig. Und ja, eben das Um und Auf ist aber trotzdem auch die Beschädigungen im Offroad-Sport, ja. Weil die bleiben nicht aus. Das ja. Ist so. Und jetzt eine Fragestellung, die mich noch interessieren würde, für welchen Nutzer würdest du ein Cartridge-Kit empfehlen, den ja Öhlins auch anbietet und wer setzt dann lieber auf eine Komplettgabel, so wie wir sie hier für unser Projekt haben? Wenn man das Motorrad relativ oft wechselt, ist vielleicht eine ganze Gabel schon interessant, weil der Umbau ist trotzdem ein Aufwand. Mhm. Man muss trotzdem die Gabel komplett zerlegen, das rausnehmen, wieder rein. Die Gabel aus der Gabelbrücke rausziehen kann fast jeder selber machen, ja. Ist natürlich ein gewisser Vorteil. Kostengünstiger ist natürlich das Cartridge-Kit, ja. Das kostet die Hälfte eigentlich von der Gabel. Okay. Aber auf lange Sicht, meinst du, würde sich die Gabel dann aber trotzdem rentieren wahrscheinlich, wenn ein versierter Offroad-Fahrer, der ja spätestens wahrscheinlich alle 2 Jahre meistens wechselt, ne, dann auf was Neues umsteigt, nimmt er die Gabel einfach mit? Ja, man erreicht mit dem Cartridge-Kit, sage ich immer, ungefähr so 75% von dem ganzen Produkt, was die ganze Gabel hat. Okay. Also die Außen- und Innenrohre sind schon einmal wichtig, aber man erreicht mit dem Cartridge schon sehr viel. Ja. Sagst du mal vielleicht auch einmal, oder für die User auch zum Zuschauen, wie genau heißt die Gabel, die wir da jetzt verwenden? Das ist eine RXV-Gabel, nicht RXF-Gabel, Entschuldigung, und 48 mm Durchmesser. Sie ist im oberen Bereich mit Stickstoff gefüllt. Mhm. Das heißt, was das Volumen, was die Kolbenstange verdrängt, ja. Muss irgendwo komprimiert werden. Und da haben wir im oberen Bereich eine Luftblase drinnen oder Stickstoffblase, die praktisch gegen die Kompression, gegen das Öl druckt. Und die Menge, was das Volumen da verdrängt wird, wird der Kolben nach oben gedrückt gegen den Stickstoff. Das sorgt eigentlich dann auch für ein feineres Ansprechverhalten in Summe, schätze ich, oder? Beim Großteil von den geschlossenen Cartridge-Gabel ist da oben eben nochmal eine kleine Feder drin. Mhm. Und die hat natürlich auch eine gewisse Reibung und so weiter, was da halt ganz fein geht. Okay. Und das ist was halt dieses Öhlins-Produkt dann wiederum auszeichnet und ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, so wie ich das jetzt verstanden habe, ne? Also das in der Form hat es eigentlich nur Öhlins. Weitbauer hat schon mal mit weniger Druck, also mit Luft da oben gearbeitet. Mhm. Also aber das ist eigenständig von Öhlins. Ja.
Ja, Gerhard, wenn wir jetzt da reden, ich meine, wie oft verkaufst du sowas dann im Jahr? Ich meine, ist das was, was deine Kunden auch wirklich dann gerne von dir als Empfehlung nehmen? Also machst du auch Stückzahlen damit? Ja, vor 6, 7 Jahren haben das eigentlich fast nur Rennfahrer genutzt, das ganze Ding. Und dann ist irgendwann der Umschwung gekommen, Motorleistung eigentlich nicht mehr so gefragt, die Auspuffanlagen weniger geworden, die Tuning mehr weniger geworden. Und jetzt in den letzten Jahren sind die Kunden eigentlich drauf gekommen, dass man mit einem Fahrwerk eigentlich viel mehr Spaß machen kann und viel mehr Erfolg damit rausbringt, als wir mit Tuning. Ja. Du, und mir ist das Wichtigste ja, kräftesparend muss sein und entspannt und entschleunigend, weil wenn ich Offroad fahren gehe, dann ist es nicht so, wie wenn ich auf die Rennstrecke oder sonst irgendwas mache, wo ich dann wirklich gute Rundenzeiten möchte. Bei mir ist es einfach ein bisschen abschalten und im Gelände halt den Kopf freikriegen und halt ein bisschen Herausforderungen meistern. Und der Auer-Patrick, wie gesagt, der Alo, der hat mir da auch immer vorgeschwärmt, wie gut und sanft das jetzt nicht funktioniert bei ihm, und hoffen wir, dass wir so ein Ergebnis auch für mich erzielen können, oder? Ja, ich glaube, das wirst sicher Freude haben. Das, was ich auch ein bisschen immer im Vordergrund rücke, also die Sicherheit ist auch relevant. Mhm. Also man hat oft, wenn man wo ein Loch übersieht oder einen Stein übersieht, wo man vielleicht mit Serienfahrwerk schon die gewissen großen Augen kriegt, ja, hält man da den Lenker ein bisschen fester und das läuft einfach drüber. Und das macht einem im Kopf dann viel sicherer und man traut sich vielleicht auch ein bisschen mehr. Na super, dann hätte ich gesagt, bauen wir es ein, oder? Ja. Schreibt man zur Tat, wunderbar. So, der nächste Schritt in unserem Projekt war die Frontpartie, und da sieht man jetzt schon, dass die Gabelbrücke entnommen wurde, die Gabel ist heraus, und Kameramann Carlos, schau mal einen Schritt hier zu mir herüber. Wir haben da die beiden Gabelbrücken nebeneinander aufgebaut. Links die originale, was ja an sich schon wirklich eine schön und hochwertig gemachte, gefräste Brücke ist, in Schwarz von Husqvarna, Serienteil. Und daneben aber sieht man dann doch gleich das Naken-Produkt, das bei uns hier rein soll, ist ein bisschen massiver ausgeführt. Auch diese Aufnahme, die den Lenker aufnimmt, ist deutlich massiver, hat hier ein durchgehendes Element. Da ist ja immer wieder zu lesen und zu hören in der Community, dass sich diese Husqvarna Enduro-Brücke doch gerne ein bisschen verdreht und einfach, dass das nicht so stabil einfach ist, wenn man auch stürzt einmal. Und da erwarte ich mir hier schon, glaube ich, ein bisschen mehr Robustheit. Und insgesamt dieses spannendste Merkmal an dieser Naked-Gabelbrücke ist aber dieses SFS-System. Das ist ein patentiertes System, heißt übrigens ausgesprochen Smooth Feeling System, glaube ich, das Vibrationen zusätzlich dämpfen soll und auch einen Zentimeter oder 1,5 Zentimeter Federweg durch die Gabelbrücke bereitstellt. Also in Wahrheit ein Komfortfeature. Und da würde ich jetzt auch nochmal den Gerhard bitten. Gerhard, du bist ja doch ein Experte bei diesen Produkten. Speziell, glaube ich, Naken hast du jetzt nicht im Sortiment. Aber wenn du so dein geschultes Auge mal drauf wirfst, was kannst du denn sagen, was fällt denn dir auf an dem Produkt? Na, grundsätzlich ist ja, die meisten Gabelbrücken sind ja recht starr verbunden, die Lenkaufnahme mit der Gabelbrücke. Und das ist immer wieder ein Problem, dass halt irgendwo muss der Schlag hinkommen, und da gibt es halt dann die verschiedenen Aufnahmen, eben mit Gummi gelagert oder mit all den möglichen Aufnahmen. Es gibt ein BHDS-System, das auch die Lenkerschläge mindert und so weiter. Und Naken hat eben da einen ganz neuen Schritt gemacht mit dieser Luftunterstützung, was die Schläge vom Lenker oder den Komfort für den Fahrer viel besser machen soll. Und ich glaube, dass das eine recht gute Idee ist. Man kann nämlich mit dem Luftdruck auch arbeiten. Mhm. Es sind, glaube ich, zwischen 3,5 und 5,5 Bar Luftdruck möglich. Mhm. Also man kann sich eigentlich auch den fahrerspezifischen Eigenschaften da ein bisschen einstellen, weil es ist oft, wenn Gummi gelagert ist, wird das natürlich ein bisschen instabil manchmal. Wenn die Gummi dann recht weich sind, dann wird das schwammig, das ganze Geschichtel. Und da habe ich eben die Möglichkeit, ganz einfach mit einer Luftpumpe, die was man heute schon bei vielen Luftkabeln braucht, dass man den Luftdruck ändert und dass man das trotzdem vielleicht auf seinen eigenen Fahrkomfort und seinen eigenen Möchtegern einstellen kann. Ja. Ich meine, Naken, was mich eigentlich gewundert hat, sagt, das System ist komplett wartungsfrei. Das hat mich überrascht, aber ja, bin ich mal guter Dinge, dass das dann auch unseren Praxiseinsatz gut übersteht. Und ja, ich meine, das ist ein komplett neuer Ansatz. Für mich war es ganz was Neues und habe natürlich gesagt, sofort, gerne, ich probiere das. Also würde mich freuen, wenn das auch wirklich dann gut funktioniert. Aber ja, man, auch für dich etwas, was du noch nicht in Händen gehabt hast, oder? Nein, wir haben es bis jetzt eigentlich auch nur aus den Zeitungen und so weiter natürlich gesehen und gehört. Ist interessant, dass wir das mal verbauen dürfen, und ich bin dann neugierig auf deine Eindrücke davon. Wunderbar, schauen wir, dann schreiben wir da auch weiter zur Tat, bauen wir Gabelbrücke plus Gabel ein und dann machen wir uns an das ganze Setup, an die Abstimmungsarbeit nochmal dann aufs Körpergewicht, wie diese Federelemente dann eben auch eingestellt gehört, dass das in der Praxis dann gut funktioniert.
Ja, nach dem Motto, zusammen muss, was zusammengehört, haben wir jetzt das Schwedengold ins schwedische, naja, sagen wir austroschwedische Motorrad eingebaut. Gerhard, die Gabel steckt drinnen. Der Einbau natürlich jetzt ein bisschen eine Herausforderung, weil wir ein bisschen Anpassungsarbeiten haben machen müssen wegen der Gabelbrücke. Aber prinzipiell jetzt alles hier so, wie es gehört. Was muss man vielleicht beachten? Hast du ein paar Tipps, wenn man so einen Gabeleinbau macht? Prinzipiell gibt es ein paar grundlegende Sachen vielleicht. Ganz wichtig in meinen Augen ist die Gabelbrücke mit Drehmoment anziehen. Das ist wirklich eine Sache, wo es muss. Da gibt es kein Wenn und Aber, gerade in dem Bereich da. Ist das Problem, dass die Gabelbüchse auf- und abfahrt, tausende Male in der Minute. Und wenn da natürlich zu stark angezogen ist, dann funktioniert die ganze Gabel nicht. Dann klemmt es wahrscheinlich und dann habe ich kein geschmeidiges oder kein gleichmäßiges Federverhalten. Ne? Und das Nächste, was noch ist, was immer wieder Fehler gemacht werden, ist eben das Vorderradeinbau. Beim Vorderradeinbau muss die rechte Klemmung ganz locker zum Bedienen gehen. Ich darf euch das einmal zeigen vielleicht. Also das muss ich da wirklich mit den Fingern hin und her schieben, keiner ganz locker. Die Schrauben locker lassen und dann muss man unbedingt ein paar Mal einfedern. Ich mache das meistens gleich so, dass ich da mein Vorderrad anstehen lasse und feder so ein paar Mal ein. Dann richtet sich das Gabelrohr auf der Vorderachse aus und dann erst die Schrauben festziehen. Wenn man die nämlich vorher festzieht, kann es sein, dass man es unten zusammengespannt hat oder auseinandergedrückt hat. Ist natürlich für die Gabel ganz schlecht. Also wirklich ein paar Mal einfedern, auszentrieren lassen, wie es selber will und dann erst festziehen. Ja. Also dass man da vorher mal einfedert, das habe ich schon mal gehört, aber was der Hintergrund ist oder wie das in der Praxis dann sich auswirkt, das hast du jetzt eigentlich ganz, ganz super erklärt. Und liebe 1000 PS-User, vielleicht konnte man euch da ja einen Tipp mit auf den Weg geben. Ich habe auf jeden Fall wieder was dazugelernt. Ja, Gerhard, das Werk ist vollbracht. Die Husky steht wirklich perfekt und echt hübsch da. Die Plastik sind wieder alle montiert. Dieses Nice Beard Graphics Grafikdekor schaut echt auch richtig geil aus. Habe ich erfreut damit. Aber die eigentliche Arbeit und wo deine Expertise jetzt eigentlich erst einmal so richtig zum Tragen kommt, das haben wir noch vor uns. Und das ist jetzt quasi mal die Setup-Arbeit für die Federelemente. Was sind denn so die grundlegenden Dinge, worauf man da achtet, wenn man jetzt generell ein neues Fahrzeug quasi das erste Mal auf sich anpasst, beziehungsweise in unserem Fall ein neues Fahrwerk an sich anpasst? Die Grundsachen sind einmal, wie wir ja schon öfters besprochen haben, dass man mal den Negativfederweg einstellt. Das ist einmal durch der Wert, was das Motorrad durchs eigene Gewicht in die Federn hineinfällt. Und dann noch den Fahrerdurchhang. Der Fahrerdurchhang ergibt sich dann eigentlich aus der Federrate, die was wir verwendet haben. Sollte eigentlich, nachdem dass wir nachgeschaut haben, ja passen, aber ist gleich kontrolliert. Prinzipiell kann man jetzt nur mal eine grobe Einstellung machen. Wichtig wäre dann noch 1,5-2 Stunden Fahrbetrieb, dass man es dann nochmal kontrolliert. Weil sie das einarbeitet oder warum? Die Führungsbuchsen brauchen ein bisschen Einschleifzeit, grob gesagt. Die Feder setzt sich ein bisschen, also ein paar Sachen kommen da zusammen. Das was Unterfuhr dürfen sie auch bei einem neuen Fahrwerk nicht schrecken, wenn vielleicht die ersten 1,5-2 Stunden nicht so hundertprozentig ist, wie man es sich vorstellt, sondern ein bisschen Zeit geben, bis sie das alles eingestellt hat. Bis sich der Fahrer ans Fahrzeug gewohnt hat. Genau, auch so. Nein, aber dann wird es wirklich immer besser, als Herde volle Kunden sagt. Okay. Na wunderbar, du, dann hätte ich gesagt, starten wir da mit dem ersten Schritt einmal, fangen wir am Heck an, ja. Prinzipiell. Das ist eigentlich eine einfache Sache, wir messen einmal im aufgebockten Zustand, messen wir mal von der Hinterachse rauf auf den Kotflügel. Die KTMs und Huskies haben meistens schon vorgezeichnete. Das ist jetzt in unserem Fall dieser rote Punkt da, oder? Ja, genau, ist bei den originalen Kotflügeln, ist, das steht sogar ein Sack dabei. Und da messen wir mal rauf. Wir haben da jetzt 62, ja, 1 ungefähr. Und den Wert, den merkt man jetzt. Okay. Dann stellen wir das Motorrad runter vom Ständer. Ja, warte, lass die da mal runterstellen. Schauen wir da inzwischen, dass wir das. Dann müssen wir das ein paar Mal durchfedern. Und jetzt messen wir nochmal rauf. Und das ist jetzt der Negativfederweg, das, was eben wie gesagt durchs eigene Gewicht vom Motorrad reinfällt in die Federung. Und gibt es da pauschal auch einen Prozentsatz, den man ungefähr da erreichen möchte? Oder wie misst das? Oder woran bemisst du es? In Zentimeterfestwerten, die du im Kopf hast? Nein, es ist nicht nur im Kopf, sondern die gibt Öhlins zum Beispiel oder WB auch vor.
Es sind in dem Fall 35 mm plus minus 5. Mhm. Das sollte man jetzt erreichen. Mhm. Schauen wir mal. Wir haben jetzt 58 auf, was haben wir gehabt? 62, gell? 62,1, glaube ich, hast du gesagt vorher. 62,1. Wir haben jetzt praktisch 3,7, also 37 mm. Das ist einmal ganz gut. Mhm. Ja. Und jetzt müsst du die raufsetzen. Okay. Wunderbar. Der, was vorne hält. Nehmen wir mal Platz. Und hier halt wirklich wichtig, die Füße auf die Fußraster und die Sitzposition wirklich so ungefähr einhalten, wo man normal großteils sitzt auf dem Motorrad. Okay. Gut. Das heißt, ja, im Enduro-Bereich steht man eben eher, aber ich glaube, wenn ich sitze, dann würde ich eher so sitzen, beziehungsweise vielleicht noch minimal weiter vorne. Wir haben jetzt 52,5. 52,5, okay. Das heißt, wir haben 9,5 cm. Durchhang. Mhm. Das war eigentlich sehr gut, weil zwischen 9,5 und 10,5 cm sollte man sein. Mhm. Und wie gesagt, beim ersten Mal fahren setzt sich das jetzt noch ein bisschen. Also wir werden circa auf die 10 kommen, sage ich mal. Mhm. Das heißt, dann sind wir in der goldenen Mitte unterwegs, ne? Das war eigentlich der richtige Wert, was wir braucht hatten und was auch Öhlins eigentlich vorgeschlagen hat für uns. Mhm. Also passt das einmal nicht schlecht. Wunderbar, das heißt, das Basis-Setup, so wie Öhlins das jetzt angeliefert hat, beziehungsweise mit der Federrate, die du natürlich dann auch vorher bestimmt hast, haut es auf Anhieb sehr gut hin. Wäre dem nicht so, welche Schritte würde man unternehmen? Wenn der negative Federweg nicht passt, lockert man die Kontermutter vor der Federvorspannung und dreht dann die Feder entweder zusammen oder auseinander. Wenn man mehr negativ will, entspannt man die Feder, also gegen einen Uhrzeigersinn. Und wenn man weniger Federweg negativ Federweg haben will, dann spannt man die Feder mehr vor, dann hebt es das Heck hinten heraus. Ja. Beeinflussen kann man nur in negativ Federweg, den Durchhang, der gibt sich dann durch die Federrate. Mhm. Na wunderbar, ja, echt spannend. Diese technischen Dinge faszinieren mich natürlich immer und interessieren mich auch sehr. So, dass mich da jetzt nicht runterhaut. Wie schaut es denn dann an der Front in weiterer Folge aus? Ich meine, gibt es da auch Richtwerte, nach denen man sich orientieren kann an so einem Fahrzeug? Es ist natürlich vorne genauso. Wir haben auch die Feder vorne rausgesucht nach deinem Körpergewicht plus Bekleidung. Wir haben da 4,3 Newtonmeter Federn verbaut in der Gabel vorne. Mhm. Das passt für dein Körpergewicht jetzt einmal. Was wir zusätzlich gemacht haben, wir haben einen kleinen Spion raufgegeben. Den kann man entweder, wenn man die Gabel zerlegt, einen O-Ring raufgeben. Oder wir haben jetzt in dem Fall einmal ein Kabelband draufgegeben, weil wir ja die Gabel nicht auseinandergenommen haben. Mit dem Spion sieht man mal nach dem ersten Turn, wo geht ich ungefähr um. Mhm. Wie viele Zentimeter bleiben mir beim Spion unten übrig? Mhm. Wenn wir natürlich da 5 cm überbleiben, dann kann ich mit meiner Druckstufe gleich mal 2-3 Klicks aufgehen. Ja. Dann vor den nächsten Turn schau, wo komme ich hin. Mhm. Und so taste ich mich zu, wie ich sage, wenn 1-1,5 cm unten frei bleiben, also dass ich ein bisschen Reserve habe, falls ich einmal zu weit springe oder ich habe ein Loch übersehen, dass wir nicht auf Block gegangen. Okay. Wenn ich das gemacht habe, dann kann ich natürlich mein Rehband noch einstellen. Mhm. Grobe Faustregel, sandige Strecke oder griffige Strecke entstehen langgezogene Wellen. Mhm. Auf langgezogene Wellen muss das Fahrwerk langsam ausfedern. Mhm. Fahre ich aber auf Hartboden, wo so kleine Hocker hintereinander sind, die so da wurzeln zum Beispiel, muss ich die Zugstufe, den Rehband eigentlich aufmachen, dass das schnell arbeiten kann. Mhm. Das soll eigentlich, das Vorderrad und das Hinterrad soll nach jeder Einfedern so schnell wie möglich wieder Bodenkontakt haben. Mhm. Wenn ich natürlich jetzt zu weit zugedreht habe, dass das zu langsam rauskommt, kommt schon die zweite Wurzel oder die zweite Welle. Mhm. Das hat noch gar nicht die Zeit gehabt zum Ausfedern und kriegt schon den nächsten Schlag. Dadurch saugt sich das Motorrad immer tiefer runter, weil es nie wieder die Zeit hat, dass es ausfedert ganz. Ja, und braucht dadurch den Federweg auf. Ne? Ja. Und irgendwann kommt dann der Moment, wo es da eine gibt, das Ding. Gut, vielleicht zur Erklärung an dem Öhlins-Setup, wie wir jetzt da haben, haben wir oben die Druckstufe und unten die Zugstufe, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und du hast auch schon vor mir, also vorab mir gesagt, wenn ich mich mal verirre mit den Einstellungen, dann sind es jeweils komplett zugedreht und dann 14 Klicks auf, dann ist man wieder quasi in der Auslieferungsstellung. Und wenn man so jetzt quasi sich herantastet, ein bisschen experimentieren möchte, macht man da immer gleich 3 und 3 Klicks oder an und an? Oder was ist denn da so ein guter Richtwert, um sich dahin zu tasten, dass man auch wirklich was spürt als, sage ich mal, Nicht-Profi? Naja, bei Serienfahrwerken sage ich auch immer 2-3 Klicks machen, dass man wirklich einen Unterschied merkt.
bei Öllins muss man da ein bisschen vorsichtig sein, weil der ein Klick ist da oft drei Klicks bei einer Serieingabe. Also das spricht viel Ärger an. Dadurch bin ich da eben ein bisschen vorsichtig. Wenn ich grob daneben bin, ja, zwei Klicks, aber sonst da spürt man wirklich einen Klick auch. Mhm. Naja, spannend. Ja, wunderbar. Du, das heißt prinzipiell, du hast das jetzt gemessen, wir sind da super unterwegs. Würdest du mich jetzt guten Gewissens auf die nächste Enduro-Runde entlassen? Oder haben wir noch irgendwas vor uns oder haben wir irgendwas vielleicht noch vergessen in der Hinsicht? Nein, Punkte Vorwerk haben wir jetzt eigentlich, wir haben eh schon einen Großteil vorbereitet gehabt. Hätte ich dich echt entlassen damit. Ich glaube, dass du sicher noch Einfahrzeit und viel Spaß damit haben wirst. Und wie gesagt, dann auch die Feinjustierung, ohne Wert das machen selber. Ich sage immer, man sollte die Klicks schon benutzen auch. Ja. Viele sagen, ich greife das gar nicht an, wenn das einmal eingestellt ist, lose das. Ja. Also so ist es nicht. Ja. Es kann ja nichts passieren. Und vor allem erst dann kann man das volle Potenzial ausschöpfen und sieht auch quasi, in welche Richtung man das eben verbessern oder verändern noch kann, für sich individualisieren kann auch. Also ich bin da eher ein bisschen experimentierfreudig, ich meine, alles, was dann an Ölmengen anpassen geht und so weiter, würde ich wieder zu dir kommen, Gerhard, aber ich sage mal, ein paar Klicks auf oder ab, das interessiert mich natürlich dann schon, wie das in der Praxis funktioniert. Ja, wunderbar. Du, dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank an dich, Gerhard, aber auch an den Manuel und dein gesamtes Team hier. Wir haben einen wirklich spannenden Tag gehabt. Ich hoffe, die Zuschauer haben das auch genossen, haben da ein bisschen über die Schulter schauen können, ein bisschen was dazulernen können auch. Und ja, mit diesen Worten würde ich mich mal bedanken bei dir und würde sagen, wir sehen uns. Ich gebe dir sicherlich Feedback nach der ersten oder nach den ersten zwei, drei Ausfahrten. Und liebe Zuschauer, ihr bleibt noch kurz dran. Ich gehe nochmal mit euch im Schnelldurchlauf unseren heutigen Umbau durch, dass ihr auch wirklich den Überblick habt, was ist jetzt alles geschehen. Ja, wie versprochen, jetzt nochmal das Tuner-Projekt im Schnelldurchlauf mit allen Teilen, die wir hierfür ausgesucht haben und montiert haben am heutigen Tag hier bei Zweirad Damjanik in Neunkirchen. Und zwar fange ich ganz unten an mit den Reifen Mitas Terraforce EF mit einem Mitas Mousse. Dann haben wir hier unseren wunderbaren Kite-Radsatz mit Excel Felgenring und diesen blau eloxierten Narben und Nippeln. Schaut mega aus, taugt mir echt sehr. Von Mousse Racing haben wir hier den Bremsscheibenschutz, sehr massives Teil, gefrästes Aluminium, ich glaube, das hält echt was aus. Dann haben wir von Motomaster die speziellen Enduro-Bremsscheiben im Flame-Design. Dann haben wir hier natürlich die Öhlins-Gabel, über die wir lang und ausführlich berichtet haben. Da bin ich echt gespannt auf den Praxiseinsatz, wie sich das schlägt. Die Neken-Gabelbrücke haben wir dann noch hier. Da unten sieht man den wirklich robusten Motorschutz von Mousse Racing ebenfalls, der hinten noch diesen Lappen mitbringt, diesen Umlenkungsschutz, der sich da nach hinten noch schmiegt, finde ich richtig cool und der zieht sich auch da wunderbar zum Motor hin. Das heißt, da kommt auch hoffentlich weniger Dreck hinein, sodass man dann nicht irgendwann 5 Kilo Gatsch mit sich herumzieht. Also ich denke, das ist sicher eine gute Lösung. Dann haben wir auch von Mousse Racing die Hebel. Das ist geschmiedetes Aluminium mit blau eloxierten Endstücken. Schaut mega aus. Ist aus fürs Auge. Von Mousse Racing ebenfalls passend dazu in matt-schwarz den Hauptständer. Und dann kann man vielleicht an dieser Stelle erwähnen, das ganze Dekor, das ganze Design hat uns die Firma Nice Beard Graphics gemacht, in Deutschland ansässig. Bei denen kann man auch komplett den Plastics-Kit kaufen und die haben uns da echt ein hübsches Design kreiert. Finde ich ganz, ganz toll. Könnt natürlich ihr auch gerne an dieser Stelle anmerken in den Kommentaren, wie euch das gefällt, ob es euch taugt. Damit das Design lange schön bleibt, hat man uns von Polysport noch so durchsichtige Plastikschützer mitgegeben. Mal schauen, wie sich das im harten Praxiseinsatz schlägt. Da bin ich natürlich auch gespannt. Schwingenschutz, Schwingenaufkleber hat es dazu gegeben noch von Ihnen. Und ja, wenn wir da jetzt weiter nach hinten uns arbeiten, haben wir hier das Motomaster Kettenblatt aus Aluminium 7075 gefräst. Auch echt hübsch. Und dann am Heck hier wieder den Radsatz von Kite mit Excel-Felgenring und dann natürlich ebenfalls im Heck die Öhlins-Ware. Das heißt, hier haben wir dann wieder das besprochene Federbein montiert. Und das war es jetzt mal von dieser Seite. Schauen wir nochmal nach vorne. Ja, an der Front hier oben sieht man dann auch nochmal den Lenker, den ich ausgesucht habe von Neken, passend zur Gabelbrücke, ist vom selben Hersteller. Und den Lenker, den gibt es in wirklich sehr vielen verschiedenen Krümmungen und Kröpfungen. Und ich habe da was ausgesucht, wo ich mir gedacht habe, das passt für meine große Statur. Das ist relativ gerade, ein bisschen nach vorne geneigt sogar und vor allem etwas höher. Damit, glaube ich, werde ich ergonomisch recht happy sein. Da kann man natürlich dann noch ein bisschen Feintuning auch betreiben, aber fürs Erste schaut das echt super gut aus. Und auf dieser Seite, das wollte ich euch unbedingt noch zeigen, ist halt unser wunderschöner, gefräster Mousse Racing Deckel, wo der Zweirad Bogoli, der hat mit seinem Laser
Graviergerät oder Gravurgerät, wie es auch heißt, da hat uns da ein Legendary Live and Factory Logo draufgehaut und ein 1000 PS Logo. Schaut mächtig aus und ist natürlich auch noch ein echter Hingucker. Ja, und das war jetzt unser Projekt nochmal für euch im Schnelldurchlauf. Sämtliche Teile verlinken wir euch natürlich auch unterhalb vom Video in der Videobeschreibung. Und jetzt mit diesen Worten möchte ich mich gern verabschieden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, schenkt uns einen Daumen hoch. Lasst uns gerne auch ein nettes Kommentar hier. Wenn ihr Fragen habt, werden wir auch natürlich dem nachkommen, werden die Fragen beantworten. Und ja, jetzt war wirklich, liebe Leute, ich freue mich auf die erste Ausfahrt. Macht's gut. Wir sehen uns bald wieder. Ciao.